Hallo und guten Abend bei Frag den Sitte, der neuen Ausgabe, wie immer dienstags um 18 Uhr. Thomas Sitte, Palliativmediziner in der Deutschen Palliativstiftung, bin ich ehrenamtlich tätig mit Helmut Seemann, ebenfalls ehrenamtlich tätig in der Deutschen Palliativstiftung. Wir begrüßen Sie sehr herzlich. Unser Thema heute ist Cannabis. Lieber Thomas, vor wenigen Jahren war Cannabis ein Hype, was seine Anwendung im medizinischen Bereich anbetrifft. Heute hört man eher weniger. Spielt Cannabis in der Palliativmedizin inzwischen eine nennenswerte Rolle oder ist es nach wie vor ein Schattendasein? absolut beides, wirklich absolut beides. Einerseits ist es für mich sehr, sehr nennenswert, auch benennenswert. Wir brauchen Cannabis, denke ich, und ähnliche Dinge. Wobei ich spreche, wenn ich von Cannabis spreche, immer von dem Wirkstoff Delta-7 Tetrahydrocannabinol. Ich kann dir Null, folgen, Cannabinol, also THC. Und da gibt es ein breites Spektrum an anderen Inhaltsstoffen, die zum Teil in Fertigarzneimitteln sind und zum Teil natürlich in den Blüten verschieden vorkommen. Aber ich habe mich seit gut 20, 25 Jahren eingeschossen auf THC. Als Medikament. Als Medikament, ja, nicht zur Eigenanwendung. Und Das liegt lange zurück, ja. ja. Nein, nein, das Anwenden liegt lange zurück. Auch schon, ich habe so in den 90ern angefangen, Cannabis tatsächlich zu importieren. Ganz legal über die internationale Apotheke. Aber nur zur medizinischen Ja, Verwendung. absolut nur. Muss man sehr, sehr aufpassen, das sehr fein alles machen. Ich habe keine Lust, mit irgendwelchen Behörden bei Betäubungsmittelproblemen Völlig in richtig. Konflikt zu kommen. Und warum wir heute darüber sprechen wollten, ich hatte gerade heute ein Gespräch mit einem älteren Herrn, um die 80, der mich nochmal nach Cannabis gefragt hat. Und gestern hatte ich einen WhatsApp-Austausch mit einem jungen Patienten von Anfang 30. Völlig, völlig verschiedene Menschen, völlig verschiedene Lebensgeschichten und völlig verschiedene Krankheitsbilder. Der ältere Herr hat schwere Schmerzen nach einem sehr schweren Unfall mit schweren Verletzungen, wirklich schwersten Verletzungen, an denen er fast gestorben wäre, der Wirbelsäule vom Becken, wo man sich vorstellen kann, da ist einiges einfach richtig organisch kaputt und nicht nur die Knochen waren zertrümmert, sondern auch die ganzen Nerven ringsherum. Denn die Nerven sind ja die Das ist Schmerzen entscheidend, weiterleiten. Ne? völlig richtig, Und der junge Mann, der hat andere Probleme, Schmerzen und auch Spastik im Rahmen einer neurologischen Erkrankung vom Kopf her, angeboren und fortschreitend. In diesen Zusammenhängen ist ja auch die Wirkung von Cannabis tatsächlich valide. Das heißt, dass man bei Richtig. Neuropathien Cannabis geben, beziehungsweise Cannabis-Derivate geben kann. Und natürlich auch im Zusammenhang mit den Schmerzen, die der junge Mann hat und Richtig. Krämpfen etc. Es ist so, dass den Hype, den du eben angesprochen hattest, das war so vor 3, 4 Jahren, da habe ich viele Kinder behandelt. Im Kinderpalliativteam war ich als Arzt tätig und wir hatten Kinder, die eben auch krebskrank waren. Von ganz kleinen Kindern bis Jugendalter oder junge Erwachsene. Und da wollten jetzt plötzlich alle Eltern wollten Haschisch haben. Weil man in den Medien las, vor allen Dingen so im Internet, Haschisch sei gut gegen Hirnkrebs. Das war die eigentliche Botschaft. Und ist dann übersetzt worden, man kann es gegen Krebs geben. Ja. Aber es war so, einerseits war das das waren Untersuchungen an Zellkulturen, also nur in der Petrischale, die einzelnen Zellen von einer ganz bestimmten Hirnkrebssorte. Und dann war es ein bestimmter Wirkstoffanteil aus dem Haschisch auch, wo eben alle sagten, das muss doch was wirken. Ja, das Problem ist natürlich, Und dass ja. die Allgemeinheit nicht versteht, dass sich solche Versuche aus der Petrischale nicht auf einen lebenden Organismus eins zu eins übertragen Ja, lassen. ja. Und also ich gebe es aus solchen Indikationen nicht. Das mache ich dann auch mal, wenn auch andere Indikationen noch dazukommen. Aber bei mir ist das wirklich ein Medikament gegen Spastiken, gegen also Muskelverkrampfung sind das, ne? Bei zum Beispiel Multiple Sklerose, da ist es auch zugelassen tatsächlich als Medikament jetzt. Bei Epilepsien auch. Bei Epilepsien
ist es nicht zugelassen, aber auch wirksam. Ja, ja. Und da ist vor allem. Also, ich meine, die Spaß, mit denen Folge einer Epilepsie auftreten. Nein, Epilepsie macht keine Spaß. Okay. Das sind aber oft. Ja. Sie sehen hier wieder den medizinischen Wein, der also unbedingt korrigiert wird. Die Patienten haben einfach beides. Die haben Läuse und Flöhe. Ja. Das sind Patienten mit einem Hirnschaden im weitesten Sinn, sage ich mal. Die haben Epilepsien. Ja. Da können Cannabis-Inhaltsstoffe dagegen helfen. Mhm. Und die haben auch Spastik. Und da kann es auch gegen helfen. Ja. Das sind aber eigentlich zwei verschiedene Teile der Grunderkrankung. Völlig klar. Mhm. Das ist wie wenn du, sage ich mal, eine Herzerkrankung hast und hast Herzrhythmusstörungen. Ja. Und Herzschmerzen dazu, Angina pectoris, sind eigentlich ganz verschiedene Dinge, die aber kommen können bei Durchblutungsstörungen im Herz. Ja. So ist bei Hirnerkrankungen eben auch dann. Ja, ich habe gelesen, dass auch im Zusammenhang mit Chemotherapie auftretende Übelkeit Cannabis ein wirklich gutes Mittel ist. Das heißt also bei Krebspatienten, die für diesbezüglich behandelt werden. Übelkeit und zur Appetitsteigerung bei Krebspatienten. Ja, ja. Unter Chemotherapie, da ist es auch zugelassen. Vielleicht die Antragstellung ist immer ein bisschen aufwendig, wenn man es richtig machen will. Sonst hat man die Gefahr als Arzt, man muss nachher das Zeug selber bezahlen. Also man muss vorher einen Antrag stellen bei den Krankenkassen, dass es auch bezahlt wird, die Kosten übernommen werden, dass alles andere schon probiert worden ist. Und dann kann man diese Medikamente auch nehmen. Ja. Und ich habe wirklich unglaublich, also in Einzelfällen, in ausgewählten Einzelfällen, unglaublich gut dokumentierte, gut nachweisbare Therapieerfolge gehabt. Super. Bei Patienten, die sonst überhaupt nicht behandelbar waren bei Schmerzen, zentrale Schmerzen vor allen Dingen, aus dem Hirn heraus und mit Cannabis plötzlich wieder leben konnten. Mhm. Gibt es weitere Schwierigkeiten im Einsatz von Cannabis, die der Gesetzgeber macht, oder ist das relativ unproblematisch für dich als behandelnder Arzt? Es ist halt lästig, viel Schreiberei. Ja. Vom Gesetzgeber her, sage ich mal, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Das Problem sind die Krankenkassen, zum Teil dann. Und dann der medizinische Dienst, der von ihnen beauftragt wird, meistens, aber gar nicht beauftragt werden muss. Und wo mehr oder weniger gut oder nicht gutwillige und zu dem Thema schon gut gebildete oder nicht gebildete Mitarbeiter sitzen, das bewerten müssen. Ja. Aber es ist schon ganz richtig, es gibt eben ein hohes Missbrauchspotenzial bei Cannabis. Ne? Man kann Cannabis nehmen zum Entspannen und Wohlfühlen und als so. Als Lifestyle-Droge zum Teil sogar. Ja. Und dafür ist nicht gedacht. Ja. Dann wäre meine letzte Frage zunächst einmal, denn unsere Zeit ist fast rum. Was machst du eigentlich mit den Resten, die übrig bleiben? Katzenstreu. Sehr gut. Gut reagiert. Ja, also wirklich Katzenstreu. Reste von Betäubungsmitteln kann der Patient einfach entsorgen. Nicht in Ausguss kippen, sondern in den Hausmüll kippen. Wenn man es sehr sicher entsorgen will, Betäubungsmittel, gibt man es auf Katzenstreu, weil da kann man es überhaupt nicht mehr rausholen. Also das ist dann, also sicher. Auch sauber Katzenstreu, muss kein Gebrauchter sein. Ja. Ja. Also alle Katzen aufgepasst. Ja. Aber in normalen Hausmüll entsorgen. Mhm. Prima, das war's für heute. Wir hoffen auf Ihr Interesse am nächsten Dienstag. Einen schönen Abend noch. Wiederschauen. Tschüss.